2022 wird das Jahr der Funken im Game-Controller-Design. Fast jeder Hersteller hat in den letzten 3 Wochen eine angekündigt und ich bin schon super gespannt, was uns da erwartet. Beta-FPV hier experimentiert schon lange damit, was man an so einer Funke eigentlich alles weglassen kann, um es Anfängern ein bisschen einfacher zu machen und da so ein bisschen die Komplexität rauszunehmen. Den neuesten Versuch davon, das Light Radio 3 mit Express LRS, haben wir heute hier und gucken wir uns im Video mal an. Die Light Radios von Beta FPV haben wir euch schon öfter hier auf dem Kanal gezeigt. Und besonders in Kombination mit solchen All-in-One-Boards oder deren Komplettsets machen die eine gute Figur, da man eben nicht viel einstellen oder verstellen kann und meistens direkt losfliegen kann. Im weiteren Verlauf der FPV-Karriere können die allerdings problematisch werden, weil man dann anfängt, richtige Receiver zu benutzen, wo die FSGI-Versionen sich nicht mehr richtig mit verbunden haben. Oder man will eben an der Konfiguration doch mal was ändern, hier einen Switch anders belegen. Und genau dafür hat Beta FPV bei der neuen Version jetzt einen eigenen Konfigurator mitgebracht. Aber lasst uns jetzt erstmal einen ganz genauen Blick auf die Hardware werfen. Das Light Radio 3 gibt es in 2 Varianten. Einmal mit Express LRS eingebaut und einmal mit FSGI. Ich habe hier die ELRS-Version und das würde ich auch dringend jedem empfehlen, da es das deutlich bessere Protokoll ist. Das ganze Gehäuse ist etwas größer geworden als die bisherigen Light Radios. Wir haben komplett neue Gimbals drin, die sich wirklich gut anfühlen. Es sind allerdings keine Hall-Effekt-Gimbals. Ansonsten haben wir hier oben deutlich verbesserte Schulterswitche und einen Lanyard-Halter dazu bekommen. Die Schalter sind übrigens per Werkseinstellung alle rausgemappt und es kommen komplette 8 Kanäle am FC an. Auf der Rückseite haben wir jetzt einen Leitmodulschacht. Da auf der Funke aber kein OpenTX läuft, kann dieser nur mit dem CRSF-Protokoll genutzt werden, also mit Tracer- oder Crossfire-Modulen. Ghost- oder Multiprotokoll-Module können da drin Stand heute leider nicht verwendet werden. Im Inneren haben wir eine dicke 2000 mAh Batterie, die über USB-C geladen werden kann und bis zu 15 Stunden Laufzeit bietet. Das interne LSRS-Modul kann bis zu 100 mW senden und über USB-C kann das Light Radio 3 auch problemlos am PC für den Simulator genutzt werden. Ich habe es bereits erwähnt, diese Fernsteuerung kann mit dem Beta-FPV-Konfigurator angepasst werden. Hier ändern wir nicht nur die Express-LRS-Optionen wie Sendeleistung oder Bindphrase, sondern können auch genau einstellen, wie die Kanalreihenfolge sein soll und welcher Switch auf welchem Kanal was macht. Auch exotische Konfigurationen wie Inverted Pitch, hi Martin, lassen sich problemlos einstellen. Firmware-Updates geschehen auch über diese Software und darüber wird auch das Express-LRS aktualisiert. Das hat den Nachteil, dass man immer warten muss, bis die Beta-FPV-Entwickler ein entsprechendes Update bereitstellen und nicht den Express-LRS-Configurator selber nutzen kann. Stand Ende Dezember stand Express-LRS 2.0 zum Beispiel noch nicht für das Light Radio 3 bereit. Aber jetzt gucken wir endlich mal, wie man mit dem Ding fliegen kann. Ja, das ist Sharkbite. Wenn euch das interessiert, lasst auf jeden Fall ein Abo da, denn das Video dazu kommt wahrscheinlich als nächstes oder übernächstes. Aber jetzt gucken wir erstmal, was das Light Radio 3 so kann. Ich weiß natürlich ganz gut, wie der Quad sich anfühlt. Ich fliege den öfter. Das ist hier so einer von meinen 3 Zoll kleinen Spaß-Quads. Aber ich kann schon mal sagen, dass er sich natürlich hier mit den anderen Gimbals einfach anders anfühlt. Ich fliege den normalerweise mit meiner Radio Master und das ist ja auch gar kein Problem. Dank Express LRS könnt ihr ja mit einem Binding Phrase ganz problemlos mehrere Kopter und mehrere Funken miteinander verbinden. Das heißt, ihr könnt dann ganz easy einfach eine andere Funke einschalten und schon könnt ihr mit der fliegen, ohne dass ihr irgendwas umbinden müsst. Und das Ganze funktioniert einfach nur, indem ihr überall dasselbe Passwort eingebt. Ihr müsst euch da nicht mit irgendwelchen Servern verbinden oder irgendwelche Cloud-Services nutzen, wie bei anderen Systemen. Das finde ich ganz cool. Ja, und das fühlt sich natürlich anders an als mit der Radio Master. Wir haben kleinere Gimbals. Die Gimbals hier
habe ich auch gar nicht eingestellt. Die fliege ich jetzt so, wie sie aus der Verpackung kommen, fühlen sich gut an. Aber bei den Radiomaster Gimbals, die habe ich natürlich mit den Federn genauso eingestellt, wie ich das cool finde. Von daher ist das definitiv ein kleiner Unterschied. Ja, wir haben hier eine maximale Sendeleistung von 100 mW auf 2,4 GHz Express LRS. Da werde ich jetzt keinen Reichweitentest machen, auch wenn die Funke natürlich jetzt hier keine dolle Antenne hat, ist das, denke ich mal, mehr als ausreichend. Also hier tut sich auch gar nichts im LQ. Ich habe LQ an, also die Link-Quality lasse ich mir hier anzeigen im OSD. Und das ist wirklich, also ich glaube nicht, dass man hier die Chance hat, den im Hausgebrauch so weit zu fliegen, dass er aus der Luft fällt. Ja, was ist denn generell eure Meinung zum Thema Game-Controller-Funken? Das würde mich mal interessieren. Habt ihr da Bock drauf? Findet ihr das gut? Oder sagt ihr eher, nee, ich will lieber so eine richtig große haben, das ist für mich dann ergonomisch doch irgendwie besser. Ich persönlich bin da irgendwie hin und her gerissen. Ich finde das zwar schon ganz geil, aber ich mag auch in manchen Situationen einfach meine große Radiomaster, weil man hat doch irgendwie das Gefühl, dass man da richtig was in der Hand hat. Ansonsten gefällt mir das Fliegen mit der Light Radio 3 hier sehr, sehr gut. Man kann damit wirklich vernünftige Flugmanöver machen. Die Gimbals sind groß genug, dass man damit eben halt auch genug Auflösung hat, genug Stickweg hat. Das funktioniert alles bestens. Gewöhnungsbedürftig sind die Schalter hier oben. Nicht, weil die jetzt schlecht sind, es sind halt einfach eigene Schalter. Also die haben eine eigene Funktionsweise und da muss man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, dass man da dann wirklich rechtzeitig direkt mit anarmen kann. Ich habe das bei allen Schaltern, die jetzt nicht einfach so ein Switch sind, den man umflippt, dass man sich da erstmal so ein bisschen an die Haptik gewöhnen muss. War bei der Tango 2 zum Beispiel auch der Fall, dass man erstmal gucken musste, wo ist genau der Druckpunkt, wann reagieren die. Aber nach einer kurzen Eingewöhnungsphase ist das, denke ich, auch kein Problem. Das Light Radio Rezept von Beta FPV funktioniert hier auch bei der Light Radio 3 wieder sehr, sehr gut und wurde um ein paar interessante Zutaten erweitert. Als Einsteiger bekommst du weiterhin eine sehr gute Funke für einen fairen Preis von etwa 60 Euro. Und auch für den erfahrenen Anwender haben wir hier eine ganz valide Option, denn du bekommst einen guten Konfigurator mit, an dem du auch erweiterte Einstellungen machen kannst. Und dank Express LRS hast du hier ja die Möglichkeit, die als Zweit- oder Drittfunke weiterzuverwenden. Und wenn du mal in den Urlaub fährst, dann nimmst du eben die kleine Funke mit, ohne dass du all deine Quads umbinden musst. Wenn das Light Radio 3 euer Interesse geweckt hat, dann findet ihr die Links dazu unten unter dem Video. Was sagt ihr zu so einem Konzept und Game-Controller-Funken im Allgemeinen? Seid ihr da jetzt auf der Suche und guckt euch auch alle anderen Hersteller an und zieht eventuell in Erwägung, darauf umzusteigen? Oder wollt ihr lieber eine dicke, große Funke haben, die ordentlich was wiegt und wo ordentliche Sticks dran sind? Lasst mich das mal wissen. Schreibt mir eure Meinung dazu auf jeden Fall mal unten in die Kommentare rein. Ich zeige euch jetzt zum Abschluss noch ein cooles Video von Lucanix aus unserer Discord-Community. Der ist ein bisschen den Uncrashed-Simulator geflogen. Wenn euch das Video gefällt, dann abonniert auch seinen Kanal. Und wenn ihr auch mal euer Video gefeatured haben wollt, dann postet das bei uns auf dem Discord und dann kann es passieren, dass ihr auch mal hier im Abspann landet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix.